Herzlich willkommen wieder zurück zu Raft. Wir waren ja letztes Mal hier bei dieser Insel stehen geblieben, die wir schön gesnackt haben. Wir machen natürlich auch heute weiter, was wir bei der letzten Folge ja nicht geschafft haben. Hier unten ein bisschen zu schwimmen und Loot zu fassen. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal bingen. So, erstmal das Fleisch snacken. Oh, ich liebe es, wenn die Nahrungsvorrate wieder extrem nach oben steigen. So. Okay. Ja, jetzt können wir pennen. Ich werde auch irgendwann hier nochmal solche Leuchtfackeln machen und dann können wir auch wenigstens in der Nacht wenigstens ein bisschen was sehen. Es sei denn, ihr wollt, dass ich das immer wieder skippe. Okay. Erstmal muss ich gucken, wie ich jetzt mein Inventar hier leere. Hätte ich denn wenigstens Materialien, um diese bessere Kiste herzustellen? Die war doch, glaube ich, ganz oben, oder? Ja. Verdammt. Haben wir nicht aus dieser Kiste an der Insel ziehen können. Noch eine Kiste machen? Das will ich eigentlich vermeiden. Weil noch mehr super viele Kisten sind halt echt so. Okay, das hier. Das hier hin, das dorthin. Essen, hier hin. Ach ja, der Glas. Das Glas. Legen wir mal hier rein. Shit. Brauchen auch später unbedingt noch mehr Glas. Definitiv. Gut. Alles voll voll. Gut, dann fangen wir mal an. So, der Hai geht uns bestimmt jetzt auf den Sack. Weißt du, ich habe ihn schon abgestochen und trotzdem erwischt er mich. Kommt jetzt bestimmt durch die Wand? Nee. Wir stechen ihn jetzt zu Tode. Okay, hat nicht so ganz funktioniert. Nochmal. Ja, wenn man es richtig unter Wasser anstellt, dann klappt das schon. Den einen fernzuhalten. Ich bin ja zum Looten hier. Ich weiß, was wir vielleicht machen könnten. Auf der anderen Seite. Weil theoretisch dürfte er da nicht hinkommen, weil das weit genug von meinem Boot weg ist. Bleibt nur in der Nähe des Bootes eigentlich. Das ist ein guter Vorteil, wenn man eigentlich so nur normal fahren möchte. Jetzt ist nur die Frage für uns, haben wir hier auch Loot? Nein, das sieht halt Mist aus. Scheiße, okay. Oder man muss halt mit den Hai klarkommen. So eine typische Insel gibt es nur auf einer Seite. Loot. Gut. Da ist wieder mein Hai. Stechen. Oh, verdammt. Habe ich denn Materialien dabei? Nein, natürlich nicht. Mist. Okay. Trinken. Und ja. Wollte ich ja. Klingt das doch so? Nein!
Ich heile jetzt dagegen. Und wenn er das kaputt macht, dann nehme ich voll schön die Bus. Hör auf dran zu beißen. Kurz. Schlecht. Okay, das heißt, ich mache jetzt was, was eigentlich ziemlich blöd ist. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich vielleicht ganz schnell einen Improvisierten mache. Das ist... Wo habe ich kein Holz? Hier. Mann, mein Inventar. Überfüllt. Vom Shit. Okay. Das war jetzt kurzer Zeit ein bisschen actionreich. Weil ich hätte ja gesagt, wir brauchen jetzt erstmal gewissen Loot. Den kriegt man leider nur auf Inseln. So. So. Den könnte ich jetzt zum Anbraten legen. Und jetzt sollten wir mal schnell hier unten mal farmen. Hoffentlich können wir auch genug farmen. Da. Eisen, tendenziell wichtig. Stein jetzt nicht so, aber egal, nehmen wir mal mit. Gut, dass der Hai uns in Ruhe lässt. Scheint weit genug weg zu sein. Davon auch immer wieder was mitnehmen. Können wir später auch ganz gut gebrauchen. Na geil, jetzt wird es auch noch stürmisch. Stört uns nicht, solange wir schön peace unter Wasser sind. Okay. Habe ich denn ja, unter Wasser craften? Könnte ich sowieso nicht, ich habe die Materialien nicht. Verdammt, jetzt müssen wir extra zu unserem Schiff wieder. Okay. Oh, die behalten wir mal hier. Ah, nee, die können wir zur Forschung benutzen. Ist zwar nur für eine Sache, aber immerhin für ein Vogelnest. Wenn das Schiff ein bisschen größer ist, macht das Sinn, das Vogelnest. Okay. Die Eskalationsabfrage dieser Insel macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, wir wollten ja jetzt wieder Hilfswerkzeug bauen. Ja, dann machen wir mal weiter hier. Dieses Mal genug mit ausgestattet. Hey, geh down. Du hast doch nicht mehr viel. Verdammt.
Wenigstens muss man nur Holz benutzen, um es zu reparieren. Wenn das noch Plastik kosten würde, das wäre echt teuer. Okay. Hoffentlich bleibt der Hai mir fern. So. Müssen aber nach dem Sand Ausschau halten. Besser gesagt an den beiden unterschiedlichen Sand. Da. Ist einer dieser Sandsorten. Oder was auch immer. Von den anderen Sand sehe ich bis jetzt nur leider noch nicht so viel. Mist. Haben wir hier echt nichts mehr? Außer hier an der Wand noch? Ja, mal gucken. Vielleicht können wir ja dadurch noch, können wir wenigstens hoffentlich ein paar Ziegel erstellen. Wir brauchen... Gucken jetzt einfach eiskalt mal nach. 6 Ziegel. Oh, ich hoffe, das kriegen wir hin. Sonst müssen wir die nächste Insel anpeilen. Wie gut. Oh. Land unter den bösen Düsen. Okay. Dann machen wir mal den improvisierten weg. Auf geht der wilde Ritt. Anscheinend hat sich auch mein Schiff jetzt hardcore verschoben. So. Schauen wir mal. 2 Stück. Platziert man die einfach stumpfsinnig irgendwo, wo es nicht stört. Und ja. Dann müssen die halt jetzt trocknen. Und wir machen uns wieder auf den Weg, die nächste Insel zu suchen. Würde ja schon zufrieden sein, wenn wir erstmal nur einen Ofen hinbekommen. Können wir uns besseres Werkzeug machen und dann geht dieses Farmen unter Wasser dann auch deutlich schneller. Okay. In der Zeit, wo wir dann eine neue Insel suchen, könnten wir gucken, dass wir vielleicht noch weitere Netze hier rundherum erstellen, dass wir es dann noch einfacher haben. Die Frage ist nur, wie breit? Erstmal pennen. Gut. Erstmal gucken, Holz und... Ja, könnte was werden, könnte aber auch wiederum Mist werden. Nein, das Holz bleibt hier. Ja. Okay, dann müssen wir wie Minecraft ziehen. Erst wenn ich den Hai geschnetzelt habe.
improvisierten Shit brauchen wir. Hätten wir denn jetzt hier überhaupt noch genug Materialien? Nein, mir fehlt ein Stein. Hoffentlich hat dieses Fass da hinten einen Stein. Mist. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal trotzdem 10. 2, 3, 4, 5. Ja, 5. 5 in der Richtung. Das ist auf jeden Fall mehr als 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Na, mach doch was her. Schön so einen kleinen Steg. Ich werf dich jetzt über Bord, Style. Ja. Okay. Ah, jetzt brauche ich nur noch genug Seil. Ja. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt gucken, dass wir rechtzeitig den besseren Anker machen. Oh, verdammt. Trinken. Gut, gut. Ich will gucken, dass wir hier noch zumindest den ganzen, naja, vielleicht nicht den ganzen Bereich, zumindest schon fast fertiggestellt bekommen. Hier, wo das jetzt markiert ist, da sollen wieder die nächsten Netze rein. Würde ich meinen. Oh, ich glaube, ich habe mich sogar... Ja gut, das können wir ja noch anpassen. Weil das Netz muss weg und auf der anderen Seite das Netz. Oh, dann sieht das wenigstens ein bisschen passend aus. Weil so offen an der Seite, nicht so geil. Okay. Oh je, wir müssen angeln. So. Tun wir erstmal so die wichtigsten Materialien. Ups. Mal weg. Okay. Ah ne, vielleicht sollte ich doch Holz packen für Falle des Falles für den Haiangriff. Da hinten ist was, was wir brauchen. Die ist zwar ganz und gar nicht in unsere Richtung. Von dem ganzen Loot. Obwohl das Fähnchen eine andere Richtung zeigt. Okay. Fleisch. Ich will zumindest mit euch da ankommen, bevor der Hai stirbt. Weil der braucht nicht mehr viel.
Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich weniger renne auf mein eigenes Boot. Ah, Ziegel sind schon fertig. Das ist schön. Die packen wir aber trotzdem mal erstmal in Inventar. Der Winkel, der Winkel. Mann. Na, ich drück noch nach. Da tut man nicht alles, um an einen gewissen Lootwert zu kommen. Komm. Gib nicht auf. Bleibst du stehen, Schiff? Oder Kapuff, was auch immer. Okay. Ich mache jetzt mal was, was sehr risky werden könnte. Ich schwimme da jetzt hin. Obwohl sich das Boot bewegt. Okay, let's try. Woo. Das wird so. Genau deswegen. Okay. Riskant. Ja, wir haben es geschafft. Holy shit. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass so eine Reichweite wir hinbekommen. Fleisch. Oh, das kam gerade wie gerufen, ey. So, hätten wir denn Materialien jetzt oder muss ich das auch noch erforschen? Ja, scheiße. Ja, für eine bessere Kiste halt. Ja. Und ich könnte jetzt rein theoretisch mäßig, ich könnte jetzt auch ja. So ein. Wie nennt man das? So ein Art Baum, Behälter, whatever. So ein Pflanzenkübel für Bäume. Könnte ich dann halt platzieren. Wenn mein Boot nur ein bisschen gescheiter ausgebaut wäre. Aber es kommt noch. Es kommt noch. Gut. Nein. Sehe ich jetzt gerade erst. Powerloot voraus. Nicht große Ausbeute. So blöd dafür, extra den Anker zu opfern. Die ins Maul gucken. Ups.
So, dann geht's weiter. Plastik haben wir jetzt noch genügend. Noch. Ah, könnte ich eigentlich auch, weil ich es ja gefunden habe, zur Forschung geben. Mist. Wir brauchen. Lol, habe ich kein Plastik reingetan? Aber theoretisch. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir schon was herstellen, was sogar ziemlich nützlich ist. Ah ne, es fehlt uns Glas. Ja, den Trinkbehälter wäre nicht schlecht. Vier Stück brauchen wir davon. Dafür brauchen wir vier Glas. Das da hinten, wenn wir jetzt mal getrost ignorieren. Müssen looten, looten, looten hier. Wohl reizen würde es mich ja schon. Nein, ich muss stark bleiben. Och, nee, nee. Nein! Gottes Willen, was mache ich jetzt? Vor mir einer, da hinten einer. Oh, Kacke. Okay. Das ist gerade echt schwierig. Fleisch, Fleisch. Ah, dann peilen wir nur den einen an. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Kriegen wir hier die Reihe? Ja, jetzt brauchen wir nur noch wieder sehr viele Blätter. Ups. Schön, gleich Kollision hier. Boing. Nein, dreh dich nicht. Nicht gut. Ja, kommen wir jetzt endlich? Nee. Also.
Eine bessere Kiste könnten wir machen. Ich weiß nicht. Egal, ob wir jetzt eine neue Kiste erstellen. Bleibt abzuwarten in der nächsten Folge. Wird dann entschieden, ob eine Kiste auf diesen Floß kommt oder nicht. Das war es, wie gesagt, für diese Folge heute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder am Start seid. Ciao.